Lust auf Baulust? Wir haben Lust auf Baulust. Wir, das sind Julia Schade und Anke Seitz. Habt ihr Lust auf Baulust? Bravo. Sehr gut. Was ist Baulust? Baulust ist eine Initiative für Architektur und Öffentlichkeit. Architektur sehen. Öffentlichkeit interessieren. Kultur erleben. Bauen diskutieren. Unser großes Projekt, der Kettensteg schwingt, ist, glaube ich, eins der prominentesten, die man mit der Baulust verbindet. Wir haben versucht, den Kettensteg wieder zum Schwingen zu bringen, nachdem er ja viele Jahre und Jahrzehnte verankert war in der Pegnitz. Der Stadt hat hierfür noch eine große Summe gefehlt, und zwar 250.000. Die Baulust hat die Initiative ergriffen und gesagt, gut, wir verkaufen die Bohlen, sodass der Kettensteg wieder schwingen kann. Und wir haben insgesamt 423 Bohlen verkauft an Spender, an Initiatoren, an begeisterte Baulüstlinge. Und so kam die Summe bald zusammen. Und das Konzept für den Kettensteg hat der Professor Petri und der Professor Reindl gestiftet. Es macht Spaß, eine Stadt zu führen, deren Menschen aktiv und mit eigener Meinung das Bauen gestalten. So sagt es unser Oberbürgermeister anlässlich 10 Jahre Baulust im Jahr 2005. Ein weiteres Projekt der Baulust, der Friedrich-Ebert-Platz, den haben wir besucht mit unserer, würde ich mal sagen, mit unserem Kopf der Baulust, der Frau Jupitz. Und hier wurde diskutiert, ist der Friedrich-Ebert-Platz wirklich ein Platz? Kann man den so betiteln? Und auch mal genau hingesehen, was bedeutet es, wo Abfälle aufzustellen? Was bedeutet es, Zeitungsständer zu sehen? Was bedeutet es, diesen Schilderwald vor sich zu haben, Bäckereiketten und mehr? Also hier haben wir ganz öffentlich auch mit den Anwohnern, mit den Architekturinteressierten und der Öffentlichkeit über diesen sogenannten Platz diskutiert. Es geht um Sprache. Das Projekt, also die Initiative Baulust, ist letztendlich ein Langzeitsprachkurs. Wir betreiben Sprachvermittlung und versuchen, die Distanz zwischen Spezialisten und Öffentlichkeit aufzuheben. Wir wollen alle mit einbeziehen, vom Studenten wie hier in der Fotoausstellung bis hin zum alteingesessenen Architekturbürochef. Baulust schöpft aus den verschiedenen Berufsgruppen ihrer Mitglieder. Das ist der Reichtum dieser Initiative. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns weiteren Reichtum und aus dieser großen Runde, glaube ich, könnten wir auch noch weiteren Reichtum schöpfen. Gerne. Es wird kontrovers diskutiert, insbesondere auch, wie viel moderne Architektur verträgt die Altstadt. Genau, mit Projekten wie zum Beispiel Terra N, so ist der Arbeitstitel, bewegen wir uns auch in unbekannte Orte. Die nächste Folie. Genau, hier zum Beispiel gab es eine Radeltour in den Süden. Wir haben die Brunecker Straße besucht und auch hier Brachen besichtigt und Ideen sprießen lassen, was aus diesen passieren kann. Es geht auch um Spaß haben. Spaß am Nachspüren von gesellschaftlichen Entwicklungen. Baulust ist vor allem aber Lust an der Architektur und am Städtebau und damit Lust an der Baukunst und Lust an der Baukultur. So unsere Kulturreferentin auch anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Baulust. Die Expeditionsteilnehmer dieser Radlreise sollten zu Brachenforschern werden. Hier ging es darum, sich auf Spurensuche zu machen, Relikte aufzufinden, die Sinne zu schärfen, das Lesen von Zeichen und räumlichen Strukturen zu erlernen, zu sammeln und zu archivieren. Es geht darum, mitzuwirken an dem Gemeinschaftswerk Stadt.
Der Klassiker. Weiter. Ökologisch nachhaltig. Baulust beschäftigt sich mit ganzheitlichem Denken. Es geht auch darum, Architektur nicht als schönes Haus oder nur den gelungenen Platz zu begreifen, sondern auch in ihren sozialen und ökonomischen Kontexten, in ihrer alltäglich prägenden Wirkung, auf ihren Nutzer und auf die Lebensqualität der Menschen zu sehen. Und auch in Richtung Geschichte zu forschen, wie hier beim aktuellen Projekt der Zeppelin-Tribüne und dem Umgang mit der Substanz. Wir bezeichnen Baulust auch als eine kleine, feine Bildungsfabrik in Sachen Architektur und Stadtraum. Ich habe nichts mehr. Wir sind auch ein Bürgerverein in einer pluralen Stadtgesellschaft. Zum Thema Sprache. Baulust leistet, wie gesagt, Sprachübersetzung. Die NN schrieb im Jahr 2001, seit 5 Jahren engagiert sich Baulust e.V. für Gebautes, Verbautes und zu Bauendes. Das alte Eis hat zu tauen begonnen. Architektur wird ins Gespräch gebracht. Kein akademisch abschreckendes Expertenchinesisch. Soll ich auch noch was vorlesen? Wir haben noch eine Karte. Kurz. Baulust ist ein Motor für verstärkte Diskussionen über Architektur, öffentliche Räume und Bauwerke in Nürnberg, die jeden etwas angehen. Zum Schluss. Wollt ihr euch für Öffentlichkeit interessieren, bauen, diskutieren, Kultur und Architektur erleben? Dann macht mit bei uns. Wir freuen uns über jeden. Die Beitrittserklärungen liegen oben am Ausgang. Vielen Dank fürs Zuhören.